Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. In dieser Folge werden wir, glaube ich, alles abschließen, was man in diesem Spiel bisher so machen konnte. Zumindest das Offensichtliche. Und zwar habe ich mir dafür schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, Leute. Und zwar, warte, habe ich schon 5 Elektronik? Habe ich eine Elektronik hier irgendwie? Nee. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens eine Elektronik. Dann, wir werden heute die Abenteuergilde abschließen. So viel steht fest. Und dafür bin ich hier gerade am Rumkochen. Und dafür fehlte mir noch 5-mal Eiscreme. Den kann ich auf jeden Fall herstellen. Dann brauche ich 5 Kekse. Das langt leider noch nicht. Und ich brauche auch 5 Sandwiche. Da ist das Brot das Problem, Leute. Brot und Käse. Ich meine, Käse kann ich hier auch mindestens 5 herstellen. Das ist kein Problem. Aber das Brot, ich weiß nicht, wo man Brot herstellen kann. Das ist doof. Und ich hatte noch gesehen, ich hatte noch etwas zum hier aufstellen. Nämlich so eine Feuerschale. Keine Ahnung, Leute. Ich glaube, die macht einfach nur Licht. Ja, das sieht so aus, als wenn sie nur Licht machen würde. Und dann hätten wir hier soweit alles fertig, außer Archäologie. Ach, Archäologie fehlt ja auch noch. Shit. Die hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber wir können hier erstmal, na, nur 4 Eiscreme. Verdammt. Wieso nur 4 Eiscreme? Ich brauche noch ein Eiscreme. So, dann sind die Kekse und so fertig. Dann brauchen wir nämlich nur noch Sandwiches. Und dann wäre Kochen auch fertig. So, wir haben die Kekse, wir haben die eine Eiscreme. Wir haben sogar 2 hergestellt. Wow. Sandwiches. So, und dann gehen wir auf jeden Fall heute auch noch in den Dungeon rein, den letzten, und schauen, was es sonst noch so gibt. Ich kann auf jeden Fall noch einige Sachen herstellen. Hier zum Beispiel so ein schleimiges Amulett. Die Amulette, da bin ich halt auch noch mitten, also voll weit hinten dran. Hier leider kein Sandwich. Wo kann man denn ein... Ah, wahrscheinlich im Kochtopf, das macht Sinn. Nee. Transmutation? Was ist denn eine Transmutation, Leute? Das möchte ich mir auch nochmal angucken, so eine Transmutation. Ah, okay, der stellt aus dem Zeug her, das ich da reingetan habe, irgendwas anderes. Gut. Ach, hier kann man Brot herstellen. Und wie viele brauchte ich davon? 5, glaube ich, einfach nur, ne? Gut, stellen wir hier 5 Brote her. Die dauern auch nicht so lange. Mein Inventar ist mal wieder voll. Da muss halt die Eiscreme weg. Ein schönes Amulett. 50% mehr Ressourcen. Ey, diese Amuletten sind auch mega gut. Amuletten, vor allem Amulette. Dann können wir locker noch eins herstellen, ja. Hey, die hätte ich früher schon holen sollen. Es gibt so krasse Sachen. Wenn man die vorher gewusst hätte, dann wäre das alles so viel schneller gegangen. Wir können hier auch die... Dinger wieder einsetzen. Die ganzen Schreine, die ganz toll sind. Sammelwütiger, whatever. Gelehrter nochmal. Und nochmal Ausgräber. Ich hab immer noch die Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann mal was rauskommt, dass wir mal die Sachen bekommen für die Abenteuergilde. Aber ich glaube, dafür brauchen wir die Schreine auch auf anderen Inseln. Also der hier ist ja jetzt auf einer grünen Insel und hier kann man andere Sachen finden. Als zum Beispiel auf diesen Knocheninseln hier. Deswegen, normalerweise, sollten wir hier dann überall auch nochmal Schreine hinsetzen. Auf jede Insel halt ein. Und dann hoffen, 75% mehr, dann hoffen, dass hier diese sammelwütige Kacke kommt. You know what I mean. So, dann kommt hier einfach auch noch einer hin. Aber ich will die da nicht abbauen. Aber ich muss sie da, glaube ich, abbauen, weil sonst werden sie zu teuer, diese Schreine. Oder? Wie viel teuer ist der nächste Schrein? Ach, nur geht eigentlich. Und da noch ein Schrein hin. Wie viele Schreine kann man aktivieren, ist die Frage. Ach, geschickter, das bringt mir halt alles nichts. So, dann haben wir da auf jeden Fall auch ein Schrein. Dann fehlt noch einer auf der roten Insel hier. Ach ne, hier haben wir auch einen. Den können wir eigentlich auch mal aktivieren. Den Schrein hier. Ausgräber, perfekt. Dann in der Hoffnung... Was ist hier schon wieder los? In der Hoffnung, dass wir da irgendwas Cooles bekommen, aber sieht eher nicht so aus. Beziehungsweise, ich kann gar nicht so schnell gucken auf der rechten Seite, was wir so bekommen. Hallo, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So, aber hier können wir auf jeden Fall noch die Elektronik-Dings abgeben. Golden Man hier am Stissel. Kriegen noch ein Zeichen der Bewährung. Das heißt, wir brauchen nur noch diesen Levelaufstieg jetzt, den wir auch gleich haben, mehr oder weniger, nach 270 XP. Aber das geht ja recht schnell. Und dann haben wir tatsächlich das maximale Level, Leute. Wie gut ist das denn? Ich finde das sehr gut. Okay, den verstehe ich leider immer noch nicht, den Dungeon da oben. Und den müssen wir hier auch noch abgeben irgendwie. Da müssen wir irgendwie was loswerden hier. Hier setzt die ganzen Tränke ein, mir doch egal. Hauptsache ein bisschen Platz im Inventar. Noch ein bisschen mehr XP bekommen und so. Nice, wir haben richtig viel Stuff hier überall. Ja, hier, mach einfach mal, das kann alles zu Tierchen werden. Hier, Tiere. Wir produzieren jetzt einfach ganz viele Tiere. Das ist unser Motto. Lol, hier gibt es andere Dinger.
So. Alles kaputt machen. Okay, was brauchen wir für Sandwiches, ist die Frage. Für Sandwiches? Ach, gar nichts mehr. Wir können Sandwiches herstellen. Ja, cool, dann machen wir schnell und dann haben wir... Nein, ich habe Pizza hergestellt, ich bin im Kopf. Nein, ich will Sandwiches. Käse. Was braucht man für Käse? Einfach nur Milch? Ach, das ist ja easy. Ja, haben wir nicht schon Käse? Ah, ich habe das jetzt für die Pizza eingesetzt, deswegen. Und jetzt habe ich wieder nicht genug Brot. Toll. Muss ich mir nochmal kurz Brot herstellen. Das ging ja im Ofen, ne? So, Brot ist ready. Sandwiches können wir auch genügend herstellen. Dann haben wir das auch fertig. Dann fehlt wirklich nur noch Archäologie. So, damit haben wir dann Kochen auch abgeschlossen. Nice, ein schön Kochtopf als Hut. Ah, jetzt haben wir sogar zwei dieser Bewährungsdinger. Klar, wir brauchen nicht mal mehr einen Levelaufstieg. Lul, aber ich glaube, ich war trotzdem noch. Es fehlt jetzt wirklich nur noch Archäologie. Diesen Anker hatte ich leider schon mal. Ich habe den nur nicht abgegeben. Eventuell habe ich hiervon auch schon noch irgendwas. Nur ist das im Tresor drin. Das kann sein. Sieht aber nicht so aus. Na schön, setzen wir diese eine Schriftrolle ein. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Ich glaube, die macht das Sachen schneller produzieren. Ach, deswegen sind die so komisch. Guck mal, die produziert jetzt ja, glaube ich, doppelt so schnell einfach oder so. Ja, die produziert jetzt richtig schnell. Oh, das hätte ich viel schlauer machen können mit dieser komischen Schriftrolle. Naja, machst du nichts. Die können wir jetzt einfach neben unserem Ofen hier hinstellen. Dann sind die alle sofort fertig. Warte, wir müssen jetzt erstmal Sachen herstellen. Und dann, oh Gott, wenn wir das dann einstellen, dann sollten die alle richtig schnell fertig sein. Alter, wir können viel zu viel Stuff herstellen, jetzt ohne Witz. So, und wenn wir das jetzt hier in der Theorie, sollten die jetzt alle richtig schnell... Ja. Ach du Kacke. Ich frage mich halt, wie lange das anhält, aber bestimmt ein bisschen. Wir können ja noch so ein Amulett auf jeden Fall herstellen. Das Dämonenschwert leider immer noch nicht, weil wir Elektronik und Glasfaser brauchen. 100% mehr Ressourcen, das heißt, alles ist jetzt doppelt so viel. Ach ja, und dann sind wir gleich Level up. Wir können, aber wir haben sowieso schon zwei. Wir können das einfach mal einmal einsetzen. Nein, wollte ich gar nicht. Ich hole mein Leben, weil wir sind sowieso gleich Level up. Und dann setzen wir das letzte Ding für das Level up auch wirklich ein, für das letzte Level. Und wir können jetzt wirklich einfach mal in den Schrein hier reingucken. Jetzt ohne Witz, das haben wir uns viel zu lange aufbewahrt. Der Feuertempel, mal gucken. Oh, endlich mal ein bisschen... Leute, es stirbt einfach alles instant. Endlich mal ein bisschen ruhig hier. Ein bisschen chillt. Okay, hier sind neue Gegner, die man fast nicht sehen kann, weil sie einfach instant sterben. Das tut mir leid, Leute. Das hier ist wahrscheinlich einfach der Dungeon, wo man einfach die ganze Zeit eigentlich kämpfen sollte. Komm mal, hier gibt's Fallen und so ein Kram. Ist doch alles ganz nett. Oh, wie soll man das denn jetzt? Oh nein, immer diese blöden Rätsel. Ich hasse die. Die muss man einfach nur drücken. Aber in einer bestimmten Reihenfolge. Okay, das müssen wir erst noch rausbekommen. Hier muss irgendwo ein Code sein. Haltet mal die Augen offen, Leute. Das scheint aber auch ein größerer Dungeon zu sein, oder? So wie ich das gerade... Auf jeden Fall komischer Schlüssel. So wie ich das gerade mitbekomme. Das ist ein blauer Schlüssel. Damit müssen wir in eine blaue Tür. Da ist die blaue Tür. Oh, das ist voll schade, dass wir jetzt schon so ultra stark sind und einfach überhaupt gar nicht kämpfen müssen. Also, wir sind wirklich einfach zu OP. Och man, eigentlich, das ist eigentlich voll der schöne Dungeon, glaube ich. Der ist nochmal ein bisschen größer. Guck mal, hier sind auch komische Sachen, mit denen man nichts machen kann. Muss man denn mit denen irgendwas machen? Kann man die abbauen? Nee. Ah, man kann sie alle anmachen, okay. Dann muss man die wahrscheinlich auch alle in der richtigen Reihenfolge anmachen. Nee, war egal. Einfach nur anmachen, okay. Gut zu wissen, was haben wir hier? Hallo, ein roten Schlüssel. Kann man mit einer Feuerhacke einfach hier durch? Nee. Ich hätte gedacht, das sind vielleicht einfach irgendwelche Ranken, die man aufschmelzen kann. Das rote Tor war aber, glaube ich, hier irgendwo. Ne, wo war denn das rote Tor? Hier ist das grüne Tor. Aber wo ist denn das rote? Ich kenne kein rotes Tor. Wo soll hier ein rotes Tor sein? Achso, wir müssen natürlich auch nochmal nach Geheimräumen suchen. Die kannst du dir natürlich auch überall wiedergeben. Hier ist das rote Tor. Okay. Im roten Tor ist einfach nur der grüne Schlüssel. Auch gut zu wissen. Ist hier ein Geheimraum? Nee. Also irgendwie, hier gibt es, glaube ich, nicht so viele Geheimräume. Gut, wir haben jetzt den grünen Schlüssel. Ich habe schon wieder gar keinen Plan, wo der grüne Dings war. Ich weiß auch immer noch nicht. Ah, wir kriegen wahrscheinlich gleich noch einen anderen Zepter. Ja, hier. Und Feuerzepter oder so. Naja, Feuerstab. Bringen Sie Feinde und Gegner. Und mit diesem Feuerstab, ups, kommen wir jetzt natürlich hier überall rein. Kling, nicht? Doch. Ja, geh mal kaputt, du komisches Ding. Und hier wird auch angezeigt, wie wir... die Teile zu drücken haben. Muss ich mir das wieder alles aufschreiben. Dieses Spiel muss man so viel schreiben, ohne Witz. Ich habe hier so einen Zettelverbrauch wegen diesen ganzen Rätseln. Easy peasy, habe ich gecheckt. Da vielleicht irgendwas? Ja, da muss ich aber sagen, am besten gefallen. Das liegt jetzt aber auch halt daran, wie... Ich kann nicht mehr ausweichen. Wie weicht man denn aus?
Ups. Ah. Am besten gefallen hat mir dann der Strom-Dungeon, weil man da auch wirklich überlegen musste und so. Den fand ich, glaube ich, am besten. Ihr könnt mir ja mal sagen, welchen Dungeon ihr am besten fandet. So, hier, richtige Reihenfolge gedrückt. Wieder nur Geld daraus bekommen, was ich nicht brauche. Ganz toll. Aber ich glaube, dieser Dungeon hätte mir auch gefallen, wenn ich nicht so übelst stark wäre halt. Dann wäre das bestimmt ein richtig toller Dungeon gewesen. Aber so sind wir halt einfach viel zu heftig. Auch wieder nur Geld. Lame, da oben ist auf jeden Fall noch ein Geheimraum. Gibt's hier also doch, okay. Dann muss man da auch nochmal drauf achten. Ich merke gerade, man kann einfach nicht ausweichen, wenn man so einen Stab in der Hand hat. Deswegen. Weil ich mega verwirrt, warum ich nicht ausweichen konnte. So, hier ist der Boss. Der sammelt einfach mal irgendwelche Sachen hier ein. Alles klärchen. Sonst geht's euch gut, ne? Da können wir noch rein. Und da ist der Bossschlüssel. Okay, dann war der Dungeon jetzt leider sehr schnell zu Ende. Das tut mir leid, Leute. Das tut mir wirklich leid. Wie wollen wir den Boss besiegen? Wollen wir ihn mit dem Bogen besiegen? Hallo, großer Dämon. Ich habe einen Bogen, der bestimmt recht stark ist. Guck mal, der friert dich ein und macht dich feueriös und so. Ich bin ein Waldläufer und töte dich. Easy. Oh, der kann einfach gar nichts gegen uns. Hier, Elektrostab habe ich auch noch, der dich auch einfriert, weil dich einfach alles einfriert. Ich habe auch noch einen Teil, das dich wirklich einfriert. Hier, und ganz viele von den Dingern, die ich einfach spammen kann, weil meine Stäbe unendlich krass sind. Wow, krasser Boss. Und das kriegen wir hier wieder so ein Bewährungsding. Sollten jetzt aber alle gewesen sein, oder? Ja, gut. Das ist ein bisschen schade. Das war der letzte Dungeon. Dann können wir das Ding jetzt auch einsetzen, um einfach den Level up hier zu bekommen. Stufe 64. Ach, wir waren noch gar nicht volles Level. Dann setzen wir das nochmal für eine Stufe ein. Und Stufe 65. Yay. Max Level, Leute. Max Level. Was geht? So, letzten Skills noch kurz holen. Und damit haben wir jeden Skill erlernt. Und ich bin, glaube ich, immer noch kein Inkling Boy. Wo ist das die Inkling-Verzauberung? Oder das Inkling-Design? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es bisher noch nicht. Warte, lass mal gucken, was wir für Aussehen noch haben. Vielleicht habe ich das nur nicht mitbekommen, dass ich das schon habe. Lego einfach. Para, Kristall, Grünhaut, Golden. Nee. Oder ist das nur... Vielleicht ist das nur ein Hut. Also wir können zumindest tot werden. Spelunky? Das ist auch cool, so ein Feuerkopf. Holy shit. Aber kein Inkling, Boy oder Girl. Nee, habe ich nicht. Voll sad, dass ich das noch nicht freigeschalten habe. Nehmen wir den Feuerkopf, da brennen wir ein bisschen. Warum nicht? Sieht zwar ein bisschen lame aus. Nee, das sieht lame aus, ne? Der Feuerkopf sieht lame aus. Der sieht auf dem Papier schöner aus, als er in Wirklichkeit ist. Nee, ist nicht gekauft. Ich nehme was anderes. Ich mag den irgendwie ganz gern, diesen komischen Hut, dass man nichts mehr sehen kann. Der passt zu den Flügeln, die wir haben. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Das nächste Amulett kostet Elektronik. Also das ist jetzt wirklich nur noch Feinarbeit, die wir hier machen müssen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann jetzt hier noch weiterspielen will. Bevor nicht die Roadmap-Dinger da gemacht worden sind. Es sollen ja noch ein paar Updates kommen. Wie zum Beispiel Multiplayer am Ende des Jahres. Oder andere Biome. Und auch die Möglichkeit, dass die Community selber ein paar Maps erstellt. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, da werde ich dann das Spiel auch nochmal angucken. Aber ansonsten haben wir hier jetzt nichts mehr zu tun. Die beiden Rätsel da oben sind mir relativ egal. Denn es sind nur Rätsel, Leute. So, unser komisches Buch ist auch fertig. Ganz toll. Bringt uns jetzt auch nichts mehr, weil unsere XP sowieso schon voll sind. Aber okay. Ja, und wir würden hier sowieso nur komische Sachen bekommen. Deswegen egal. Das Einzige, was wir halt noch machen könnten, wäre uns die ganzen Heldentaten hier zugute zu führen. Ich spreche mit jedem NSC. Das haben wir nicht gemacht. Ja, ansonsten halt noch die Quest mit dem Dino-Ei. Hilft dem Geist. Hilft dem Fuchs. Ach stimmt, dem Fuchs müssen wir auch noch abgeben eigentlich. Aber das sind alles so, sammel so und so viel ein, mach das und das, Aufgaben, deswegen weiß ich nicht. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr davon noch irgendwas sehen wollt. Ansonsten wäre das eigentlich mein Forager-Let's Play gewesen. Ich fand's schön, das auch mal im Stream gespielt zu haben, dass ihr da auch so aktiv dabei wart. Und auch bei den Videos. Ansonsten... Ich werde garantiert in naher Zukunft dann hier nochmal reinschauen, wenn halt die Updates gekommen sind.
So ist nicht. Ach du Scheiße, ey. Aber fürs Erste, quasi mit Season 1, wäre das dann Forager gewesen. Diese Folge ist jetzt natürlich viel zu kurz. Wir haben uns aber den letzten Dungeon angeguckt. Und ansonsten wäre das jetzt wirklich hier nur noch hin und her laufen und einsammeln von Sachen. Was es auch schon vorher irgendwie war, mehr oder weniger. Aber ja, das sind jetzt so spezielle Sachen, wisst ihr? Und halt die ganzen Heldentaten machen. Und ich weiß nicht, wie schön das ist, um das anzusehen. Und das hier wäre halt noch ganz schön. Aber das sind so spezielle Sachen zum Einsammeln, deswegen weiß ich nicht. Ich werde es garantiert nochmal zeigen, wenn ich soweit bin. Aber in Videoform, das Farm ist, glaube ich, nicht so spannend. Wollen wir sie jetzt nochmal töten hier? Nee, nicht während des Let's Plays, oder? Das können wir ganz am Ende machen, sie zu töten. Eigentlich ist es jetzt aber das Ende. Okay, es tut mir leid. Das wird jetzt meine letzte Tat sein in Season 1 von Forager. Rotti zu töten. Es tut mir leid, du bist toll und wir lieben dich. Ich liebe dich auch, genauso wie ich euch liebe, aber tschüss. Ja, haben wir zumindest noch eine Errungenschaft bekommen. Nein, Rotti, das tut mir leid. Gut, ich werde jetzt weinen, Leute, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da und lasst mich wissen, was ihr vielleicht noch von diesem Spiel sehen wollt. Beziehungsweise ich gucke nochmal, was man so machen kann. Ob es da vielleicht noch irgendwas Cooles gibt, was ich halt nicht mitbekommen habe, was man machen kann. Und wie gesagt, wenn die Updates rausgekommen sind, dann werde ich da auch mal ein bisschen nochmal gucken. Aber ja, dann war es das jetzt erstmal mit dem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.